Herzlich willkommen von Home Adventure. In diesem Video gehen wir raus aus Georgien, rein aus Russland, reisen durch Russland durch und dann Ausreise Russland, Einreise Kasachstan. Und da nehmen wir euch mit und viel Spaß beim Schauen. Wir verlassen jetzt Tiflis und fahren hoch nach Stefansmit, und zwar im Dunkeln. Ja, die Sandra, ganz eine coole Socke. Ich rase da den Pass hoch, jetzt ein bisschen langsamer. Zwei LKWs überholt und die Sandra guckt in ihr Handy und nimmt alles ganz cool. He? Danke für die Blumen. Beschleunigen. Ja, wir heizen jetzt hier gerade den Godauri-Pass rauf. Mittlerweile bei Nebel und ab und zu mal irgendwelche LKWs überholen. Also René hat irgendwie, ich weiß auch nicht, der hat gerade irgendwie... Ja, die lassen mich nicht vorbei. Leider. Ganz viele LKWs vor mir. Ab und zu kann ich ganz knapp links vorbei. Aber jetzt gerade nicht. Und ihr seht, oh, da gibt es richtige Löcher. Aber versteckt hinter dem Wasser. Wir sind auf 2400 Meter bei 3 Grad Temperatur und Schnee. Man sieht ihn nur nicht, aber rechts, links alles voll. Rechts von uns voll, vor uns nur Staub. Wenn die fies sind, fahren die einfach raus. Alles wird überholt. Jetzt kommt der Tunnel. Das ist ein bisschen langsamer. René, ich bin nicht. Der fährt einfach vorbei. Ey, alle stellen sich hier schön an. Alle stellen sich an. Der René. Volles Risiko. Ich nicht. Ja. Ich will Pause machen. Jetzt bist du irgendwo hängen geblieben. Schon? Ja. Da war ein Draht rausgestanden bei dem. Was? Da war ein Draht rausgestanden bei dem. Und du bist da irgendwie hängen geblieben. Warte mal, bitte ein bisschen langsamer. Achtung. Spiegel. Okay. Ah. Eine Fahrtrichtung deswegen. Ja, dann warten wir. Ach, das Tunnel hat noch eine Fahrtrichtung. Ja, die Straße ist geil. Richtig Offroad. Schnee drauf. Und jetzt geht's wieder vorwärts. Jetzt sind wir ins Drusotal reingefahren auf Schotterpiste mit Schlaglöchern. Aber ich kann ja meinen Reifendruck während der Fahrt runter machen. Hinten 4, 9, vorne 3, 2. Viel weicher. Schlamm. Hey, René, ich will jetzt nicht im Schlamm versinken. Das ist volles Wasser. Ich glaub's jetzt nicht. Ich bin im Scheiße. Ich sehe nichts. Soll ich das wissen? So eine Scheiße. Ja, im Dunkeln festgefahren. Aber ich konnte mich befreien mit Reifendruck runter und wippen und langsam, nicht viel Gas. Und es
es ging. Das bleibt doch so. So, das war eine Nacht. 12 Uhr ins Bett, bis 8 Uhr durchgeschlafen, jetzt ist 9. Und wir sind im Truso Valley, die Sonne scheint, was will man mehr, da mit Freunden zusammen, ich glaube Sponor und Tour heißen die, glaube ich. Ja, jetzt zeige ich euch, wo ich gestern durch den Schlamm gefahren bin und aus eigener Kraft rausgekommen bin, weil im Dunkeln sollte man eigentlich nicht fahren, aber ich wollte einfach raus. Ja, da ist die Schlammstelle. Hätte eigentlich da auf der anderen Seite fahren müssen. Der Anfang ging und hier habe ich mich dann festgefahren. Übel. Aber ich kam raus, zum Glück ohne auszusteigen, nur mit Reifendruck runter und Sperre rein und auch nicht zu viel Gas geben. Ja, wippen. So sehen dann die Reifen aus nach dieser Schlammschlacht. Wir sind wie letztes Jahr mit dem Rad ins Trusotal, aber Steinbruch, ganz viel Schnee da hinten. Wir haben ein paar, fünfmal den Schnee durchquert, aber dann irgendwann sind wir wieder umgedreht. Das Dorf, das übergeblieben ist, da im Trusotal, und da leben tatsächlich noch Menschen. Hier drin zum Beispiel. Und das Gebäude ist die öffentliche Toilette mit Dauerbelüftung. Hier holt man das Wasser, schön klar. Nächte haben wir im Trusotal übernachtet, jetzt geht es nach Stephansmünd. Weiter die Dajali-Schlucht entlang, Richtung russische Grenze. Jetzt geht es in den Tunnel, der aber nicht beleuchtet ist. Da gibt es kein Licht, ganz finsteres Loch. Uah, gruselig, hä? Uah. Ist das gruselig. Jetzt mit Fernscheinwerfer. Kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, solche Tunnels sind nicht unheimlich. Die Dajali-Schlucht bei etwas nebligem Wetter, aber ein tolles Flussbett. Es ist jetzt morgens um 6 und wir sind auf dem Weg zur Grenze, noch 1-2 Kilometer, dann sind wir da. Mit Rania und Daniel, genau, hinter uns. Wir gehen zu zweit rüber. Georgien ist geschafft, das ging schnell. Sandra musste aussteigen, die muss zu Fuß rüber. So, ich habe die Sandra wieder bei mir, zum Glück. Die war nur schnell weg. Ja, jetzt muss man ein Stück fahren, um an die russische Grenze zu kommen. Bis jetzt haben wir noch keinen Stau. Die LKWs kommen alle von der anderen Seite. Und jetzt kommt der berüchtigte Tunnel, wo die LKWs drin stehen, wo ich nie weiß, ob ich den Kopf anschlage. Wo man nicht im Dunkeln stehen will.
aber kein Verkehr. Früh übt sich immer gut. Wir sind schon wieder draußen. Ja, jetzt gibt es doch noch ein bisschen LKW-Stau im nächsten Tunnel. Und der ist grottenschlecht. Also da vorne ist gerade Stau, weil da ist es, glaube ich, echt knapp. Da ist ein Riesenloch im Boden. Jetzt legt er erstmal irgendeinen Stein rein. Oder nee, irgendeinen Sack legt er da rein, weil er dann durch dieses Loch muss. Total knapp aneinander vorbei. Ey, da geht es um Zentimeter, diese zwei LKWs. Das ist ja voll krass. Also die LKWs nutzen hier die Nichtschlaglöcher, um hier durchzuschaukeln. Das ist ja Wahnsinn, welcher Zustand das Ding ist, dieser Tunnel. Eigentlich krass, dass hier geht ja der ganze Schwerlastverkehr durch und dann solche Straßenverhältnisse. So, ich bin noch mal hinten raus. Was da für Löcher sind, da kannst du drin parken. Also da hat es Löcher, da kannst du drin parken. Ist ja krass, abartig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die so miese Straßen haben im Tunnel. So, wir sind draußen. Zum Glück hat sich niemand festgefahren. Hey, das wäre der Horror, da drin stecken zu bleiben. So, hier rechts an der LKW-Kontrolle vorbei, an der LKW vorbei. Sonst kommen wir nämlich nie durch. Sind wir an der russischen Grenze. Wir sind eingereist, etwa eine Stunde. Eine Stunde, 10 Minuten. Ich glaube, ja, wir haben den Rekord geschafft. Nein, wir waren die Ersten. Und die Kontrolle war eigentlich okay, nicht allzu viel. Die haben sich zu Tode gelacht bei mir, weil ich so Handzeichen gegeben habe. Und so, die waren kurz drin, diesen Schrank aufmachen und so weiter. Ja, war amüsant. Und ja, jetzt müssen wir noch eine Versicherung haben. Übers BD haben sie sich amüsiert, hast du gesagt, gell? Ja, ja, übers BD. War echt der Spaß. Nach der Einreise Russland braucht sie eine Versicherung und dieser Kartenshop hat hier früh um 6.30 Uhr russische Zeit schon offen. Und da bekommen wir jetzt SIM-Karte, aber auch die Versicherung fürs Fahrzeug für 15 Tage. Man könnte auch 30 Tage nehmen. 15 Tage kosten 3000 Rubel, also man muss vorher schon Geld gewechselt haben, sinnvollerweise. Und es windet, hier ist nämlich richtig Sturm. Das ist das Fahrzeug von Daniel und Rania. Wir sind nämlich zu zweit über die Grenze, da kann man sich immer mal absprechen. Wir sind ja auf russischen Straßen. Geil ist das, ey. Eine Stunde, 10 Minuten an der Grenze. Das ist super Zeit. Verdächtig. Und jetzt ja, geht's durchs Land. Sandra, warst du zufrieden mit der Grenze? Also die war so easy, das war kein Problem. Und die wirklich nette Zöllner, muss man sagen. Wobei du natürlich immer das Eis brichst mit deinen Quatsch-Kommentaren, die du da immer so ablässt. Ja, mehr Gestik. Ja, Gestik, ja. Die Gestik, ja, ja, es war amüsant. Aber es war wirklich sehr angenehm, auch von der Zeit her. Wir waren natürlich früh dran, das hat sich bewährt. 6.15 Uhr, glaube ich, waren wir da und müssen nirgends anstehen quasi. Wir waren die Einzigen zuerst. Nach uns kamen dann immer mehr. Dann die Dokumente hatten wir alle, fast alle vorbereitet, vor allem der provisorische Import. Da konnte ich gleich abgeben. Einmal in Deutsch, einmal in Russisch sogar. Sie hat es soweit akzeptiert. War also alles korrekt und easy. War super, gell? Keine schwierige Grenze, da hatten wir schon andere. Stimmt. Definitiv. Die war leicht. In der ersten Stadt und was auffällt, die haben extrem viele Denkmäler überall und auch die Helden verehren sie auf Plakaten. Erste Tankstelle in Russland, da wird voll gemacht, 400 Liter, kostet etwa 55 Cent so. Und auch hier so schön, die Kühe, die laufen total frei einfach hier rum. Und unsere erste Polizeikontrolle. Ich sag jetzt, muss ich jetzt da rechts? Ja, der hat da rechts.
Stadtausgang, ich musste aussteigen, in ein Büro gehen, dann hat er schnell meine Daten im Computer überprüft und dann konnte ich wieder gehen. Beginnt vermutlich Tschetschenien. Tschetschenien. Mit den Polizeikontrollen. Also, wir sind in Tschetschenien. Wir wurden natürlich wieder kontrolliert. Aber alles gut. Geht schnell eigentlich. Jetzt fahren wir nach Grozny. Mal schauen, wie viele Kontrollen noch kommen. Aber es sind ja, glaube ich, nur noch 60 Kilometer. Tschetschenien in Russland, das ist ein weites Land hier. Das ist Tschetschenien. Jetzt bin ich in Grozny, in einem Werkzeugladen, wie wir sie früher auch hatten. Man kriegt praktisch alles da und die Russen oder Tschetschenen reparieren alles. Also es hat da extrem viel Auswahl. Sogar noch Zinn, so hat man früher die Autos repariert, nicht mit Spachtel, verzinnt. Alles ist da. Ganz viele kleine Buden gibt es hier. Und man kann hier echt alles kaufen. Also. Wenn was kaputt ist, kommen sie her, die reparieren es sofort. Wir fahren mitten durch Grozny Dorf durch und treffen auf einen Markt und da gehen wir jetzt gleich hin, Gemüse einkaufen. So, wir haben uns eingedeckt. Erdbeeren gibt es hier wie Sand am Meer und Gemüse auch und vieles kommt von der Türkei. Also das heißt, wir haben uns jetzt richtig eingedeckt, weil wir uns immer mehr von der Türkei entfernen. Ich glaube, es gibt dann immer weniger Gemüse. Jetzt sind wir in einem Supermarkt und hier dürfen Katzen sein. Wahnsinn! Aus der Stadt Grozny und natürlich Kontrolle und vermutlich nehmen sie mich raus, die Tschetschenen, schätze ich mal. Der steht ja so überweg, dass du den gar nicht umfahren kannst. Nimm dich nicht raus, Halleluja. Ja, dann ist ja gut. Für heute reicht's, jetzt fahren wir zu unserem Schlafplatz. Ja, wir müssen da das Gelände umfahren. Google hat da wieder mal nicht recht und jetzt halt noch ein bisschen Offroad und da vorne sollte dann ein See kommen. Wir haben unseren Platz gefunden, was für ein geiler Platz, ey. Direkt am Wasser. Was will man mehr? Morgenspaziergang hier an diesem schönen See hier in Russland nach einer tollen, ruhigen Nacht. Und die Kühe haben hier die große Freiheit. Die Reise geht weiter hier von diesem Fluss Tarek und den schönen Seen außenrum.
das Schöne hier in Russland, dass auch die Tiere hier überall frei rumlaufen und dann natürlich auch mal auf der Straße stehen. Guck mal, was die im Boot. Ein Stück weiter gefahren und jetzt suchen wir wieder einen Schlafplatz und hier sieht es aus nach Lost Place. Die Landschaft ist steppenartig, komplett flach. Ob sieht da, aus wie so eine ehemalige ob da noch jemand wohnt. Ja. Etwa 7-8 Kilometer müssen wir durch die Steppe fahren und da vorne sollte dann ein so etwas wie ein See kommen. Mal schauen. Kilometer weiter wieder ein verlassenes Gehöft, so wie es aussieht. Aber das ist ein Schaf. Ja, das ist ein Vorgeschmack auf Kasachstan. Weite Steppen. Also der See ist ausgetrocknet und leider habe ich erst jetzt den Wetterbericht angeguckt. Es könnte sein, dass es anfängt zu regnen. Deswegen drehen wir wieder um. Weil wenn es da richtig regnet, dann komme ich nicht mehr raus. Ein bisschen macht nichts. Aber wenn es dann länger regnet, eine Stunde, dann ist vorbei. Im Rückweg nicht mehr ganz der gleiche. Wir fahren jetzt einfach diesen Strommasten nach. Irgendwann muss doch ein Dorf kommen, oder? Die brauchen ja Strom. Vorne ist die Straße ganz weit. Noch was zu der Luftfeder. Ich merke das Offroad, also wirklich gut. Es ist einfach ein bisschen viel bequemer. Nicht mehr so hart, sondern eher weich gedämpft. Also man kann dadurch auch schneller fahren. Also da vorne ist die Straße, aber wir haben immer noch keinen Schlafplatz. Vielleicht da drüben. So, wir versuchen unser Glück hier bei diesem Gehöft. Vielleicht ist es verlassen, vielleicht nicht. Unser Plätzchen hinter dem Bauernhof haben wir übernachtet. Mit einem Hengst, den ich noch befreit habe. Also der blieb hängen am Hag. Da ist unser Plätzchen, mit dem Bauer habe ich geredet. Dank Google Translate und hier weite Steppe. Wir haben wieder Zuwachs bekommen, einen jungen Herdenschutz und ein Pferd. Kiki übt gerade Herdenschutzhund. Gar nicht so einfach mit dem großen Kerl. Aber der ist voll verspielt. So, unser Fahrt geht wieder weiter. Wir haben sogar einen Hund drin gehabt, der noch Drogen gesucht hat. Wahnsinn. Aufklären lassen von diesem sehr netten englisch sprechenden Mann, der 2 Jahre in Finnland war, dass wir jetzt hier Dagestan verlassen. Und das ist quasi so ein Wechsel von einem Oblast-Regierungsbezirk in den anderen ist. Und es war jetzt echt nett, weil der konnte richtig gut Englisch und hat sich total gefreut, dass er Englisch üben kann. Es wird langsam sandig da. Wir sind jetzt im Bezirk Kalmykien, heißt das, glaube ich. Und gleich hatten wir nochmal eine Kontrolle, gleich nach der nächsten, also vermutlich 2 Grenzen gleich nacheinander. Aber alles reibungslos da. Das sind Distanzen da. Hunderte von Kilometern kommt einfach nichts. Treffen Rani und Dani wieder da links. Und die wollen da zu Dünen fahren, mal schauen, ob das was ist.
von der Steppe fahren wir jetzt durch eine traumhafte Fluss- und Sumpflandschaft hier nahe Astrachan. Es ist wunderschön mit vielen Vögeln. Dörfchen sind nett, die haben nämlich hier lauter bunte Häuschen. Jetzt sind wir am Fluss und tatsächlich gibt es hier auch Schiffe, und zwar nicht so kleine. Bei einem kurzen Stopp treffen wir hier auf einen russischen Friedhof. Knallbunt mit viel Plastikblumen, aber irgendwie schön. Die Wolga! Die Wolga, riesig! Das ist unser Plätzchen, oder war es? Gerade kurz vor Astrachan mit diesem wunderschönen Ausblick da im Hintergrund. Ab und zu fährt ein Schiff vorbei. Ja, und jetzt geht's nach Astrachan rein. Da ein deutsches Haus, vermutlich. Die Brücke ist mit 2,90 angeschrieben und Maximum 5 Tonnen. Ich habe es zu spät gesehen, da war ich schon im Stau. Aber vor mir sind die anderen, habe ich schnell angerufen. Bis jetzt sieht es nämlich gut aus. Und ich meine, die ist ja so gut gebaut. Die Suche nach Wasserhahn war jetzt gar nicht so einfach. Hier in Astrachan haben wir jetzt dieses tolle Hotel gefunden und davor gibt es einen Wasserhahn. Tatsächlich dürfen wir hier schauen. Hier sehen Sie den Wasserdieb. Du hast gefragt, aber keiner hat dich verstanden, oder hast du gesagt? Ich habe gefragt. Die haben gesagt, da. Ja, da. Da. Auf einem Stadtbummel verlassen wir Astrachan. Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Eine Traumlandschaft hier. Alles steht ein bisschen unter Wasser. Es ist eine Brücke, wir sind aber zu schwer. Wir müssen da über diesen Haufen und auf eine Fähre, die dann irgendwann kommt, hoffentlich. Ja, das ist sie, die schwimmende Brücke, die uns nicht trägt. Und dafür müssen wir hier irgendwie mit der Fähre rüber. Tja, die hat keinen Stundenplan, schätze ich. Diese Zeit genießen wir diesen schönen Ausblick. Cassandra! Das ist ein Fähreinstieg hier, ha? Was will man mehr? Das ist unser Fähreinstieg, ein Erdhaufen. Also die Brücke sieht aus wie so eine Behelfsbrücke aus Militärzeiten, die aus lauter Einzelteilen gebaut ist. Für 4,5 Tonnen ist die Brücke freigegeben, da fährt ein Bus, der hat sicher mehr. Tja. Also das ist eine tolle Schwimmbrücke. Da hat das Begriff Seegang schon mal wieder ganz andere Bedeutung. Alles schwingt. Traut die Angie nicht, die Eila nicht, der René unterhält sich gerade mit dem Brücken. Also jetzt hat er so lange gequatscht mit dem, dass der uns jetzt über die Brücke fahren lässt, obwohl wir eigentlich zu schwer sind. Also wir haben Instruktionen gekriegt, ganz langsam fahren, weil dass die nicht so in Schwingung kommt, die Brücke bei unserem Gewicht. Aber das ist jetzt schon geil, jetzt wir drüber dürfen hier. Ja,
er lässt uns über die Brücke fahren. Ich habe mit ihm nur ein bisschen gequatscht. Langsam. Langsam. Nur 20. Dann hoffen wir mal, dass das Ding hält. Oh, geht schon ein wenig weiter unter erst bei uns als bei den anderen. Uiuiui, das sind Geräusche unter uns. Wir sind in der Mitte, ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen die Brücke freigegeben ist. Man ist versucht, schnell zu fahren, aber ich soll langsam fahren. Ja, die kommt schon so in Schwingung, das fängt das Schwimmen. So, gleich haben wir es geschafft. Hey. Und es hat alles gehalten, aber es ist ein abenteuerliche Fahrt gewesen. Ach, wir sind drüber. Jetzt hatten wir doch tatsächlich hier hinten eine Überschwemmung. Ein Wasserhahn ist aufgegangen. Sifo war zu. Das ganze Ding ist vollgelaufen. Ja, und jetzt übergelaufen. Jetzt haben wir doch noch Wasser im Camper. Aber... Ich meine, ein Element von dieser Brücke ist mal hinten sowas von abgesackt. Mann, oh Mann, das war wohl nicht eingehängt, da hatte ich echt Angst. Also, wir sind nicht abgesoffen. Nur innerlich abgesoffen. Genau, also lieber so als eben auf dem Fluss. So, wir sind fix und fertig, unser Schlafplatz da. Wow, wunderschön mit Kühen. Okay, morgens zu zweit geht's weiter mit Ranja und Daniel. Haben wir hier übernachtet. Letzter Tag in Russland. Heute geht es über die Grenze nach Kasachstan. Jetzt geht es wieder raus aus Russland nach Kasachstan. Ui, und da hat schon Stau. Super. Russische Grenze, wir stehen erstmal im Stau und da sieht man, da wird nicht der Müll entsorgt. Wir sind jetzt in Kasachstan eingereist und die Ausreise in Russland, die hat gedauert, nächstes Mal früher aufstehen. Das dauert richtig, das Brot. Sagen wir 10 Minuten pro Auto und da waren halt einige vor uns. Ja, etwa 2 Stunden haben wir gebraucht, um Russland auszureisen. Die Kunde wurden gesehen, da wollten sie die Dokumente sehen von den Hunden, beziehungsweise es kam dann ein Tierarzt, der einen Blick auf die Hunde geworfen hat und dann noch die Impfausweise da. Und dann waren sie zufrieden, dann durften wir ausreisen. Ja. Kasachische Einreise war eigentlich einfach, ohne Stau, nichts. Ja, nach halben Stunde oder so waren wir drin. Dann Versicherung lösen, Geld kann man gleich da wechseln. Es hat auch Wechsler rum, die geben einem auch den richtigen Kurs. Und jetzt sind wir auf den Straßen von Kasachstan unterwegs. Und hier gibt es dann richtige Kamele mit 2 Höcker. Die ersten haben wir jetzt gesehen, da links. Ja, Kasachstan einmal geradeaus und nach 1000 Kilometern rechts abbiegen.
So, das war es wieder von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ab jetzt sind wir in Kasachstan unterwegs und im nächsten Video dann mehr. Und ja, bis bald.